Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich versuche es nochmal. Ich hatte ja leider in der letzten Folge zum Schluss einen Abschluss gehabt. Mehr oder weniger von Rechner. Teilweise auch ein Spiel. Kann ich ganz zuordnen. Ich habe heute mal jetzt in dieser Folge mal den globalen Markt die Server nicht aktiviert, sondern nicht laufen lassen. Ich werde aktuell die Weizenernte nicht weiterführen, weil ich kann es ja nicht reinfahren. Jedenfalls machen wir mal Stroh auf Strohball. Und dazu schicke ich erstmal diesen Traktor hin. Möchte man noch alle bedanken, die letzten Male schön geliked haben und auch ein oder anderen Kommentar gelassen haben. Wir werden erstmal losschicken. Das heißt, ich habe hier Programm drinnen. Hatte in der letzten Folge auch das verkehrt gehabt mit dem Modus. Und jetzt kann er gleich loslegen. Der LKW ist bald da. Und der andere Traktor frisst schon fleißig Ballen auf dem anderen Feld. Dann fahren wir gleich mit. Beziehungsweise, wir werden rüber springen. Ja, ich hoffe, dass ich die Folge auch voll schaffe. Den muss ich wieder aktivieren. Der war ja aufgehört, ne? Logischerweise, weil der jetzt wenn ich da jetzt einfach so aufhöre, zwangsweise, dann bleibt mir ja keine andere Wahl, ne? Ja, wenn man den Drescher wegnehmen, wird man, wenn man das Steinwerk abhängen und fahren nicht in Dings rein, ne, in Sojafell. Nein, wäre lieber gewesen, ich hätte die Folge geschafft, ne? Zurzeit weiß ich auch nicht, wo das liegt. Jedenfalls ich muss mal sehen, dass das jetzt mal, ja, wenn es jetzt klappt, mehrere Folgen. Der letzte hat ja auch geklappt, bis einmal nicht ging, ne? Von daher kann ich es mir so nicht erklären. Neuerdings. Ich hatte ja heute noch den globalen Markt geupdatet. Auf die neue Version. Aber das kann doch nicht der Grund sein, ne? Ich hoffe es jedenfalls nicht. Denn gut, die Marsch habe ich fertig. Ich habe mich gerade so festgestellt, heute muss ich mindestens, heute 10 Folgen machen. Und bis Montag zum 10. das abzusichern, ne? Denn ich möchte ja, auch wenn ich nicht zu Hause bin, dass die Folgen kommen, ne? Ich versuche das regelmäßig zu machen, die 2 Folgen pro Tag. Da brauchen wir keinen großen Plan. Es kommen 2 Folgen. Hat bisher auch immer geklappt. Und denk mal, das kriege ich auch hin. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen holprig ist. Natürlich ungünstig, weil mir die Zeit ein bisschen im Nacken hängt. Ich kann zwar heute den ganzen Tag mich da beschäftigen, aber ich möchte irgendwann noch mal packen und also Zeug machen, ne? Und abends möchte ich eigentlich mit durch sein, auch mit Hochladen. Man kann auch viel entspannter in den Abend gehen, wenn das, was man machen wollte, fertig ist, ne? Hätte vielleicht den Livestream sein lassen sollen, aber das wiederum wollte ich auch nicht machen, weil ich jeden Freitag stream, außer nächste Woche, da wird es nichts. Also wenn diese Folgen jetzt kommen, wird es am Freitag am 7. keine Folgen kommen. Kein Livestream. Die Folgen kommen. Dann gibt man einen noch her.
der andere ist schneller, die Ballenpresse, die in Holland. Weil der macht diesen Arbeitsgang nicht, das Rauskippen nicht. Na, fahren wir nicht rein. Da bin ich neulich mal gesehen. Da habe ich mal gesehen, der Traktor ist rübergefahren. Muss man das mal probieren. Obwohl, naja, das ist ungünstig. Komm nicht wieder raus. Ach, Nase juckt. Ich glaube, Wasser wird weniger. Alles bei den Kühen oder was? Naja, gut. Hoffen wir nicht, ne? Obwohl. Ja. Also, Mod hat kein Ohr angezeigt. Nur meine üblichen Warnings. Die rührt aber gleich eher von der Maus. So, was ist nun los hier? Feierabend? Nee, hey, glaubst nicht. Habe ich das nicht aktiviert mit Cosplay? Oh. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, sehr wahrscheinlich ist. Egal. Nun aber, ne? Aber wie gesagt, die größte Quälerquelle ist hinterm Monitor. Das ist doch dann heiß. Warum? Naja, gut. Die Luft ist nicht so trocken. Es ist nass. Ich habe ja schlauerweise vorgestern die Wäsche draußen getrocknet und war innerhalb von ein paar Stunden trocken. Und dadurch ist aber die Raumfeuchtigkeit nicht so hoch. Und ich habe die Wäsche zusammengelegt, das ist irgendwie wichtiger. Ich brauche morgen nur packen, hier reinlegen und fertig. Ein paar Sachen noch andere aussuchen und dran. Und dann bin ich reisefertig, ne? So. Wisst ihr was? Ich speichere ab. Falls er das nicht hinkriegt. Ich wollte gerade sagen. Da hätte ich mir heute, glaube ich, heute aufgehört erstmal, ne? Mir reicht schon der Laptop, der ständig meckert. Er muss repariert werden, also die Software. Und dann habe ich das, was ich immer, was ich vorher erledigt habe, weg. Ich habe 19 Treiber aktualisiert. Dann kommt die Aufforderung neu starten. Und dann kommt der Bericht ganz kurz. Er kann nicht neu starten. Er kann nicht starten. Muss reparieren. Ups. Macht er wieder alles weg. Auf Null. Ja. Und der ist auch Schrott. Wahrscheinlich. Vermute ich mal ganz stark. Mit Windows 7 hängt er zusammen irgendwie, keine Ahnung. Und wenn das immer fällt, 12 immer sein. Oder ich fahre das im globalen Markt rein, mal sehen. Wird man leider mal starten. Dann lasse ich den. Speicher ist immer gut. 9 Minuten. Wenn ich jetzt so bin, schwerfällig, ist das so heiß oder was? Also, normalerweise ist es doch nicht heiß. Ist doch nicht heiß, der Rechner. Der ist so gut wie voll. Dann können wir gleich mal. Der ist voll. Selber abfahren. Im Prinzip würde ich ja mit Cosplay weiterlaufen. Laufen lassen, ja. Können wir auch machen. Ja. Und wir laufen mal gleich zum
zum Traktor hin und werden mal ganz kurz abtanken. Weil globaler Markt geht jetzt nicht. Es könnte damit zusammenhängen. Muss aber nicht. Ich muss dazu sagen, die letzten, die Folgen, die bis heute liefen, liefen ohne Probleme. Gut, der Update heute, der kam heute, ne? Hätte noch nicht gleich rausbringen sollen, ne? Aber gut. Ich hätte zumindest nicht auf einen. Ich hätte heute beide an die verkehrte Mission gehabt, also im Arsch. Ich musste noch kurz wechseln und dadurch ist ja beides Prinzip aktualisiert worden. Sonst wäre ja der Marsch nicht aktualisiert, dann hätte ich vielleicht den globalen Kompromodi-Mod von da hier raufbringen können. Ne? Sag mal, je mehr man ja verändert und eingreift, umso schlimmer wird es eigentlich. Ne? Meine Bestellung. Ob so ist, weiß ich nicht. Ich muss mal sehen, dass ich mich hinkriege. Eine Woche kann viel passieren, wenn ich nicht da bin. Da werde ich keine Updates mitbekommen. Da werde ich bestenfalls mal von lesen vielleicht, ja, kann sein. Aber, wie gesagt, ich hoffe, dass ich heute die 7 Folgen oder 7? Also die Folge und noch weitere 7 noch schaffen werde. Ja, bis Montag, den 10. muss ich fertig haben. Denn dann kann ich am Montag 2-3 Folgen machen. In jeder Karte und dann in aller Ruhe bearbeiten, hochladen. Und dann kann ich am Freitag in 14 Tagen auch mal einen Livestream machen. Wenn es keine Probleme gibt mit Abstürze, dann lasse ich es sein. Ja, da werde ich die bald erstmal näher des globalen Marktes hinstellen. Das ist ja dann klügere Wahl, dann kann man immer noch reinfahren, ne? Und dort reinkippen für Null. Die Höhe voll. Ich bin der Abfahrer, ne? Ich muss arbeiten. Wo ist er? Hat der entweder nur ein paar Meter gefahren? Also wie weit kann ich nur vor das Lager reinfahren, das ist kein Problem. Weil die 2-3 Hänger kriegt man auch dahin gefahren. Für die Marsch brauche ich heute keinen Weizen mehr. Höchstens in 10 Tagen. Ja, oder 9. Und selbst da wäre es nicht unbedingt notwendig, muss aber den vorhandenen Weizen verarbeiten. Ne? Lassen. So. Der muss ja einen langen Strecken fahren jetzt gerade. Das heißt, für mich jetzt ist er besonders schnell voll, ne? Aber gut, das macht ja nichts. Ich freue mich gegen jeden Ball, den wir schaffen heute. Mit dem Sammelwagen wäre das im Anführungszeichen blöd gewesen. Weil irgendwo abkippen ist dann auch blöd, ne? Weil das macht ja keinen Sinn. Dann muss ja wieder alles manuell umladen, ne? Mit dem Radlader irgendwie, das ist ja blöd, ne? Oh, Unkraut wächst schon. Wenn nichts wächst, Unkraut wächst. Aber das ist normal, ne?
Mein Bruder ist ja nicht immer Unkraut, ne? Ist am meisten sind es ja eigentlich Kräuter. Nur ist es ja für das Feld, für die Frucht nicht dienlich, ne? Weil das sogenannte Unkraut kommt ja mit der Umgebung besser zurecht, wie die gezüchtete Sorte, ne? So, ich brauche noch zwei Wahlen. Her damit. Geht da auch noch viel Stroh. Ach gut, das ist nicht so tragisch. Da sind ein paar Wahlen. Weil der Junge fällt 49 und 48 an. Und fällt 42 noch gesammelt haben mal. Irgendwann. Dann haben wir so viel Stroh. Können die nächsten zwei Jahre in Marsch heizen. Auf geht's! So, Hauptsache er speichert jetzt nicht, ne? Anketten können wir auch nicht. Aber wir können zumindest aktivieren. Den fahren wir jetzt zum globalen Markt. Aber wir können die einladen. Aber wir können zumindest da vorne ablegen. Das kriegen wir hin. Und mal, jetzt kommt die engen Kurven hier und innen fahren. Ich kriege mehr Stroh transportiert als haben wir jetzt lose fahren würden. Ne? Lose wären ja ungefähr 6 Ballen. Und, ja, bei 10.000, okay. Bei 4.000, ja, lustig rechnen. 10 Stück. Dann 40.000. Ungefähr 15 Ballen. Nicht ganz. Und wir haben hier drauf. 72. Also mehr wie das Doppelte, Dreifache. Gut, die brauchen auch zwei Fahrzeuge, die Ball pressen. Ne? Aber die arbeiten immer eben weg. Ha, ich hab die vorne geschafft. So, Zuschauer, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao. Tja, wir sehen uns wieder, hoffe ich, morgen zur selben Zeit hier in Thüringen. Und nochmal schönen Dank für die Rettung. Tschüss.